Hallo meine Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt zu einem kurzen astrologischen Video zum Vollmond am 19.12.2021 um 5.35 Uhr. Ich bin etwas zu spät mit meinen Videos, also ich nehme die direkt heute am Vollmond auf, denn ich habe die vorherigen Tage überhaupt keine Zeit zum Vorproduzieren gefunden, aber trotzdem möchte ich die Videos produzieren und macht das auch gegebenenfalls dann einen Tag später. Ja, es ist ja bei den Vollmondenergien so, die wirken ja nicht nur an dem einen Tag, wo der Vollmond ist, sondern die wirken ja viele Tage danach. Immer noch bis zu 2 Wochen, wenn dann der nächste Mond kommt, haben die eine Aussagekraft und dementsprechend ist auch, wenn ihr das Video vielleicht morgen oder übermorgen seht, die Energie immer noch da. Und immer noch spürbar, immer noch nutzbar für euch. Ja, auch der Seelenessenzspiegel wird kommen. Der ist genauso im Hintertreffen wie dieses Video auch. Der kommt kurz nach diesem Video. Ja, es ist alles in Produktion, alles in Bearbeitung. Ihr bekommt das alles bis spätestens Montag, also bis spätestens morgen zum Anschauen. Genau, ja. Was haben wir denn? Wir haben nach den wahren Sternbildern den Vollmond im Sternbild Stier. Für alle, die meine Videos noch nicht kennen, erkläre ich das gerne ganz kurz. Meine Astrologie mache ich nach den wahren Sternbildern, also nicht nach der klassischen Astrologie. Nach der klassischen Astrologie hätten wir jetzt den Vollmond im Tierkreiszeichen Zwillinge, da wir Sonne jetzt am 19.12. immer noch in Schütze hätten, allerdings ziemlich am Ende. Steinbock kommt ja mit der Wintersonnenwende in der klassischen Astrologie. Und da hätten wir so ziemlich am Ende von Zwillinge den Zwillinge-Vollmond. Das ist allerdings nicht das, was wir am Himmel sehen würden, wenn wir durch ein Teleskop schauen. Da sehen wir faktisch die Sternbilder, die da oben am Himmel nun mal stehen, wie sie stehen. Und die haben alle eine unterschiedliche Größe. In der Astrologie hat man sich das irgendwann vereinfacht und ist irgendwann auf den Gedanken gekommen, die Tierkreiszeichen alle gleich groß zu machen und ihnen einen Algorithmus zu geben, der sich nach den Sonnenwenden und den Tag- und Nachtgleichen richtet. Das führt allerdings dazu, dass die klassische Astrologie nichts mehr mit der eigentlichen Sternendeutung zu tun hatte, mit der sie mal begann, sondern dass sie ein künstlich berechnetes System ist, so wie zum Beispiel die Numerologie, ja, die auch einfach mit Zahlen etwas ausrechnet und das wird dann gedeutet. Auch fußt dann auch auf einem künstlich zugeordneten Kalender, dem gregorianischen Kalender, der ja auch nichts mit Natürlichkeit zu tun hat. Und was wir hier machen, wir deuten quasi das Naturphänomen, das wir tatsächlich jetzt de facto am Himmel haben. Und de facto haben wir den Stiervollmond und die Sonne auf 0 Grad des Schützezeichens. Denn ich habe ja im letzten Video darüber gesprochen, über den Schlangenträger, den wir jetzt die letzten 3 Wochen hatten. Das 13. Sternbild sozusagen, das hier in dieser Grafik nicht auftaucht, weil das einfach astrologisch nicht genutzt wird. Ich weiß aber, wo es steht. Darum kann ich es sehr wohl trotzdem nutzen, auch ohne Grafik. Es steht nämlich hier in 2/3 des Skorpionzeichens. Und die Schlangenträgerzeit, die geht vom 30. November bis zum 18. oder 19. Dezember. Ist ja immer ein bisschen, wankelt ja immer ein bisschen diese Daten. Und heute wandert die Sonne ins Sternbild Schütze. Wir haben also die Sonne auf 0 Grad Schütze und den Mond noch immer im Sternbild Stier, weil das Stier-Sternbild sehr, sehr groß ist. Und das ist das Faszinierende und Spannende, was wir jetzt haben, wieder einmal. Wir haben wieder einmal eine Kombination, die es in der klassischen Astrologie für einen Vollmond niemals geben könnte. Denn da in der klassischen Astrologie alle Zeichen gleich groß sind, ihr seht das hier in dem sogenannten siderischen Tierkreis, also das ist auch nicht der klassische, das ist auch ein anderer, aber trotzdem die 30 Grad Tierkreiszeichen seht ihr ja hier. Die sind alle gleich groß und liegen sich dadurch auch alle genau gegenüber, genau mathematisch berechnet gegenüber. Da gibt es also diese willkürlichen Abweichungen von Lebendigkeit nicht.
So wie es dir in der Mathematik ja auch nicht gibt. Da ist ja auch alles auf Komma genau. Und wir haben durch die unterschiedlichen Größen der Sternbilder neue Kombinationen. In der klassischen Astrologie wäre für eine Schütze-Sonne nur ein Zwillinge-Vollmond möglich. Dadurch, dass die Sternbilder alle unterschiedlich groß sind, können wir für eine Schütze-Sonne auch einen Stier-Vollmond haben. Also kann man im Vollmond Stier und Schütze kombinieren, was es in der klassischen Astrologie so für einen Vollmond nicht gäbe. Und das ist eine spannende Kombination. Denn wir haben jetzt gerade eine Zeit, in der Verstehen, Aufwachen, Horizonterweiterung, Erkenntnisgewinnung, das Licht im Inneren finden, extrem wichtige Themen sind. Und das ist alles Schütze. Schütze ist der Fackelträger. So kann man den bezeichnen. Ja, also wir haben ja vorher, wie gesagt, den Schlangenträger, den man hier nicht sieht. Der Schlangenträger ist der Träger der Gesundheit, könnte man sagen, der Heilung, des heiligen Weges. Und der Fackelträger ist der Träger des Lichtes. Der trägt die Erkenntnis vor sich her. Und was da auch schön zu passt, ich denke da immer an das Märchen Wasserlisa. Nachzulesen unter anderem im Buch Die Wolfsfrau. Ja, das ist ganz toll, kann ich. Ich empfehle jeder Frau mindestens dieses Buch. Gerne auch jedem Mann, der sich für weibliche Themen interessiert, ja. Oder für Märchen, Märchendeutung. Und die Wasserlisa, es ist halt ein typisches russisches Märchen, weil da geht es um die alte Göttin Baba Yaga. Das ist ja die alte Großmutter-Urgöttin aus dem aus dem russischen Raum. Und die kleine Wasserlisa, die führt ein Leben, gepeinigt von ihren Stiefschwestern, von ihrer Stiefmutter. Ja, das Übliche halt, ne? Kennt man ja schon von Cinderella zum Beispiel auch, ja. Und Wasserlisa macht sich auf in den Wald zur Großmutter Baba Yaga. Die alte Baba Yaga. Und die Baba Yaga, die gibt ihr drei unmögliche Aufgaben, die sie lösen muss. Wenn sie die nicht löst, stirbt sie. Ja, also Baba Yaga, die macht da auch keine Gefangenen, die ist da ziemlich krass. Und Wasserlisa löst alle drei Aufgaben, Spoiler, und bekommt dafür von der Baba Yaga einen Schädel geschenkt, einen toten Schädel mit einem Licht, der darin leuchtet. Das ist das Licht der Weisheit oder das Licht der Erkenntnis oder auch das Licht des Lebens. Diesen Schädel nimmt Wasserlisa mit nach Hause und das Licht in diesem Schädel verbrennt ihre Stiefschwestern zu Asche. Das ist das Licht, das das Dunkel, das Böse, das Falsche, das Nicht-Lebendige vernichtet und verneint. Auch alles Satanische, alles Unrechte dem Erdboden gleich macht. Wo die Wahrheit im Raum steht, hat die Lüge keine Chance mehr, ist das, was das Wasserlisa-Märchen am Ende mit dieser Symbolik aussagt. Und Schütze ist das Licht in diesem Schädel. Wo die Wahrheit im Raum steht, hat die Lüge keine Chance mehr. Und wir haben jetzt die Aufgabe, Wahrheit zu erkennen und es uns nicht so leicht zu machen mit faulen Ausreden. Ja, was soll man denn machen? Ja, können wir nichts machen. Ja, ist jetzt halt so. Ja, wird schon stimmen, was die alle sagen. Ja, wenn das in der Zeitung steht oder im Fernsehen kommt, dann kann ich dem vertrauen. Oder wenn mein Hausarzt das gesagt hat, na, dann wird es stimmen. Das ist zu einfach. Das ist eine zu große Obrigkeitsgläubigkeit. Und die Obrigkeiten sind in dem Moment die Politik, das Fernsehen, die Zeitung, die Ärzte. Und noch viele andere Instanzen, Ämter, Gerichte, wie auch immer, ja. Obrigkeiten, die scheinbar mehr wissen, mehr können, mehr Einblick in was auch immer haben. Und zur Eigenmacht zurückzufinden heißt, Dinge mit den eigenen Augen herauszufinden und das nicht anderen zu überlassen, die einem es dann erklären. Das können wir alles selber. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang, unser ganzes Leben lang gelernt, dass die Studierten irgendeines Fachs Halbgötter sind, die in der Lage sind, etwas zu verstehen, was wir nie verstehen können, weil wir dazu, was weiß ich, nicht hochwohlgeboren genug sind. Keine Ahnung, ja? Wie auch immer man das sehen möchte.
Das wurde alles geschickt eingefädelt durch unterschiedliche Wissenschaftler. Einer der großen davon war Bernie Einstein mit seiner Relativitätstheorie, die ganz bewusst so kompliziert gestaltet wurde, damit wir verwirrt werden. Damit wir denken, wir verstehen das nicht. Das sollen wir denken. In Wirklichkeit ist das, was das Universum auch physisch zusammenhält, relativ einfach. Man kann aber 100.000 Formeln drumherum schreiben, dann sieht das so aus, als könnte das nur ein Übermensch verstehen. Und so hält man uns davon ab, die Wahrheit selber herausfinden zu wollen. Das hat man uns so gelehrt. Und wir dürfen jetzt auf eigene Faust gucken, was Wahrheit ist. Und die bete jetzt auch ich keinem vor. Denn das ist auch Schütze-Qualität. Schütze betet keine Wahrheit vor, auch wenn Schütze das Licht der Wahrheit ist. Schütze möchte, dass jeder seine Erkenntnis selbst findet. Und deswegen würde Schütze als Lehrer niemals sagen, die Dinge sind so und so und so und so und so. Wir lernen das auswendig und merkt dir das. Macht Schütze. Das ist nicht Schütze. Schütze sagt, lies mal das Buch. Guck mal da hinten um die Ecke, da ist was. Da könntest du was für dich finden. Guck dir das mal an und lass das mal wirken. Ja, vielleicht findest du eine Erkenntnis. Vielleicht auch nicht. Ja, da und da kannst du mal nachgucken. Da gibt's was. Da ist ein Geheimnis versteckt. Lüfte es. So geht Schütze vor. Und du darfst deins herausfinden. Also Schütze gibt gegebenenfalls eine kleine Quellenangabe, wo man etwas finden kann. Welches Resümee du daraus ziehst, obliegt dir. Das betet Schütze dir nicht vor. Und das ist die Energie, die wir jetzt gerade aktiv haben, diese Aufforderung, dass du bitte selbst herausfindest, was los ist und es dir nicht von anderen sagen lässt. Und zwar geht es hier um die Lebensenergie und das ist der Mond in Stier. Lebensenergie. Stier ist die pure irdische körperliche Lebensenergie. Was hält deinen physisch-irdischen Körper hier am Laufen? Ja, sind das irgendwelche im Labor zusammengepanschten chemischen Mittel? Oder sind das vielleicht Sauerstoff, Wasser, Luft, Bewegung, Nahrungsmittel, die an einem Baum oder in der Erde gewachsen sind? Ja, sowas. Das darf ein jeder sich selbst zurechtrücken, wie er es meint. Es darf sich auch ein jeder zurechtrücken, ob es da draußen in der Natur einen bösen Feind gibt, den man chemisch bekämpfen muss, weil man sonst nicht überleben kann auf diesem Planeten. Wäre auch aus meiner Sicht trauriges Armutszeugnis. Aber wie gesagt, ich gebe es nicht vor. Finde es selbst heraus, sag ich. Ja, dann hat es am meisten Kraft. Und das ist die Weisheit, die wir jetzt gerade haben. Finde in deine Lebensenergie und finde in die Weisheit des Lebens zurück. Wo die Wahrheit im Raum steht, hat die Lüge keine Chance mehr. Und die Wahrheit des Lebens wird jede Lüge einfach zu Staub zerfallen lassen. Was ist denn der Puls des Lebens, der dich lebendig sein lässt? Wo regiert eine Illusion, die in sich den Tod selbst trägt, die dir den das Überleben schützenden Tod ins Haus bringt. Der Tod, der sich als Leben verkleidet hat und dich bei deiner Angst packt und mitnimmt. Das ist auch ein starkes Saturn-Thema. Ja, das sind die Energien. Horizonterweiterung und die Energien der physischen Lebendigkeit. Und das miteinander kombiniert. Und das kurz vor der Wintersonnenwende. Und nach der Wintersonnenwende beginnen die Rauhnächte, die heiligen Nächte, in denen Wotan und Percht ihre wilde Jagd fabrizieren über das germanische Land. Alles ausradieren und vernichten, was sich überlebt hat und das Land wieder fruchtbar machen. Und in dieser Zeit, wo Wotan und die Percht über das Land fegen, diese 12 heiligen Nächte, da kommt gerade, da tobt er gerade, habt ihr gehört?
fuhr gerade im Motorrad vorbei. Ja, das passt jetzt schön. Wotan fährt jetzt Motorrad. Eigentlich hat er ja ein achtfüßiges Pferd, aber mittlerweile hat er ein Motorrad. Der hat umgesattelt, ja. In der Zeit dürfen wir schweigen. In der Zeit, wo die toben, wo die laut sind, wo die klappern, wo die Krach machen, dürfen wir ihnen den Raum dazu geben, ohne sie daran zu hindern. Und wir dürfen ihnen Ehrerbietung durch unsere Ruhe zuteil werden lassen. Sie tun ihr Werk. Und da sollten wir uns nicht einmischen, tun wir immer ganz gerne. Ja, der eine Tag, wo wir Krach machen an Silvester, da dürfen wir mal mit Party machen, mal mitfeiern. Ansonsten Ruhe, Besinnlichkeit, Frieden, innehalten, einkehren. Die drei Nächte nach Midsommer auch feiern, freuen. Das Licht willkommen heißen. Die Rauhnächte beginnen ja, ganz gerne gesagt, drei Nächte nach der Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende geht 3 Tage und 3 Nächte. Und dann, wenn der 24.12. in die Dunkelheit geht, beginnt ja die erste Rauhnacht. Dann haben wir genau 3 Tage und 3 Nächte nach der Wintersonnenwende. Passt also wie Knüppel auf Kopf. Und dann geht es bis zum 6. Januar, die Rauhnächte. Und klar, man sagt auch, man soll in den Rauhnächten keine Wäsche waschen. Kriege ich jetzt mit 2 Kindern nicht ganz so hin. Es geht nur darum, hängt nicht 100.000 riesengroße Laken draußen auf dem Balkon auf. Ja, das muss man ja nun nicht machen. Und vielleicht kann man es auch zu Weihnachten und Silvester, also zur Wintersonnenwende und zu Silvester vielleicht vermeiden, dass man Großwäsche aufhängt und das in die anderen Tage legen, ja? Es ist einfach immer die Frage, wie mache ich das? Und vielleicht kann ich die Wäsche auch so aufhängen, dass sie nicht quer im Raum hängt, dass Sleipnir, also das ist das achtfüßige Pferd von Wotan, dass sich das Sleipnir da drin verfangen muss. Das mag der nämlich gar nicht, dann kommt Unglück ins Haus. Ja, das kann man ja auch alles so ein bisschen geschickt anders hinstellen. Ja, also ihr seht, solche Symboliken sind immer eine Frage auch der Auslegung und natürlich dessen, wie gehe ich damit um. Ja, früher war es übrigens ganz normal, auch vor 150 Jahren ungefähr, auch hier in Deutschland, war das normal in den Rauhnächten, dass alle Räder stillstanden. Das war eine Verfügung von Gesetzes wegen. Das gehörte sich so. Solche Gesetze kennen wir heute nicht mehr. Früher kannte man sowas noch. Ja, deswegen habt ihr jetzt eine ganz verzauberte Zeit vor euch. Lauscht nach draußen auf die Verheißung. Begrüßt für euch das neue, ja, auch das gregorianische Kalenderjahr. Die meisten von uns leben ja damit. Im Grunde genommen beginnt das germanische neue Jahr mit der Wintersonnenwende. Das ist eigentlich das neue Jahr. Dann geht der neue Jahreszyklus los. Ja, und das neue Mondjahr, das beginnt in 14 Tagen. In 14 Tagen haben wir den ersten Neumond des kommenden Mondjahres. Und das Mondjahr und das Sonnenjahr sind ja ein bisschen versetzt. Und dazwischen liegen die Rauhnächte. Und das passt jetzt gerade 100%ig gut. Ja, so viel zu einem ganz kurzen, eigentlich astrologischen Video, aber auch ein bisschen ein mythologisches Video für euch zu diesem schönen Vollmond, den wir jetzt gerade haben und zu der Zeit, die jetzt folgt. Wenn ihr ein Horoskop haben möchtet, ein Geburtshoroskop oder ein Partnerschaftshoroskop oder auch ein Jahreshoroskop für 2022. Ich erstelle diese Horoskope als Video, so wie dieses Video hier, wo ihr alle Punkte wirklich sehen könnt und wo ich dazu spreche. Zu jedem einzelnen Punkt, den ihr hier seht, werde ich in den Videos, also zumindest im Geburtshoroskop spreche ich zu jedem einzelnen dieser Punkte. Beim Partnerschaftshoroskop und Jahreshoroskop ist es ein bisschen anders. Da sind andere Faktoren entscheidend, ja. Aber beim Geburtshoroskop erfahrt ihr über alle Punkte, die hier drin stehen, was die für euch in eurem Horoskop bedeuten. Und das könnt ihr bei mir als Video buchen.
Die Informationen dazu findet ihr in der Infobox, da ist meine Homepage zu finden und da habe ich alles für euch aufgelistet. Lasst mich dann bitte wissen, ob ihr das Horoskop nach der klassischen Astrologie oder hier nach den wahren Sternbildern erstellt haben möchtet. Ich mache euch auch gern beide, je nachdem. Das könnt ihr dann für euch überlegen. Genau, was euch eben stimmiger erscheint. Da darf jeder von euch hineinspüren. Ihr könnt auch einen Mondkalender nach den wahren Sternbildern für 2022 als PDF bei mir bestellen. Ja, und zu allen weiteren Angeboten und Informationen auch zum Thema Seelenpartner oder Dualseele findet ihr Informationen auf meiner Homepage. Und damit habt wundervolle Feiertage, einen wundervollen Jahreswechsel, zauberhafte Rauhnächte und alles Liebe, alles Gute.